Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es ist fast genau 3 Jahre her, dass ich euch schon mal Drova vorgestellt habe. Ein Action-Rollenspiel in Pixel-Art-Stil von einem deutschen, kleinen deutschen Entwickler. Wir hatten damals den Entwickler auch im Stream und was damals zu sehen war, das war so eine Art Demo der einer frühen Version, war extrem vielversprechend, wie ich fand. Inzwischen ist es soweit, das Spiel ist fast fertig. Die Entwickler waren sehr, sehr fleißig. Und nun geht es in den Endspurt. Und das bedeutet, in 1-2 Wochen wird es so eine Art offenen Spieltest geben. Wohl für alle, die mitmachen wollen, wo die ersten 10 Stunden spielbar sind. Die Entwickler wollen da quasi noch Feedback haben, um Balancing und UI und ähnliches zu verbessern. Und diese Spieltestversion, die in wenigen Wochen verfügbar sein wird, kann ich jetzt schon spielen und will das gerne mit euch spielen. Morgen am Donnerstag ab 20.30 Uhr auf Twitch. Also wir erleben tatsächlich den Spielstart von Drova, einem, wie gesagt, Action-Rollenspiel, das ja so in der Tradition sich sieht, auch wenn es grafisch ganz anders aussieht, aber inhaltlich so von der Philosophie her in der Tradition zum Beispiel der Gothic-Reihe steht. Also ein Spiel, ein Rollenspiel, das einem nicht alles vorkaut, das einen nicht immer zu an die Hand nimmt, sondern einen entlässt in eine abenteuerliche, gefährliche Welt, die man sich Stück für Stück selbst erschließen muss, wo es vielleicht Regionen gibt, die zwar schon zugänglich sind, aber einfach die Gegner dort noch zu schwer sind, wo man Stück für Stück einfach besser werden muss, wo es eine interessante Story gibt mit Fraktionen, für die man sich entscheiden muss und Ähnlichem. Also da steckt sehr, sehr, sehr viel cooles Zeug dahinter. Zumindest das war mein Eindruck von vor 3 Jahren und jetzt können wir uns einen aktuellen Eindruck verschaffen. Und das will ich gerne tun. Wie gesagt, mit euch morgen, 20.30 Uhr auf Twitch. Wir spielen den Start, die ersten 3 Stunden von Drova und ich denke, wir bekommen schon viel mit. Ich bin gespannt, seid dabei. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.